Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich hatten wir dieses Video schon anders angefangen. Praktisch gab es da leider ein Problem mit dem Datentransfer der Speicherkarte. Somit müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren. Macht aber nichts, weil das Ergebnis kann ich euch trotzdem präsentieren. Wir haben jetzt ja schon ganz oft über Thematik Kabelbaum gesprochen. Ich merke auch nach und nach, dass euch das immer mehr interessiert. Und deswegen hatten wir uns jetzt eigentlich bei diesem Auto vorgenommen, euch das Ganze ein bisschen intensiver zu zeigen. Haben zwei, drei Aufnahmen dazu gefilmt, auch ein Zeitraffer. Egal, macht nichts, ist weg. Wird nicht das letzte Mal Kabelbaum sein, deswegen werden wir euch das nochmal zeigen. So, heute geht es weiter mit dem Oma Golf. Für alle, die das Auto noch nicht kennen, das ist tatsächlich, ich sag's nochmal, das Auto von meiner Oma. Die lebt allerdings leider nicht mehr, deswegen kann die damit nicht mehr fahren. Aber das ist wirklich erster Hand Familienbesitz. Seit eh und je bei uns in der Familie. War dann von meinem Bruder Joni das erste Auto, damit ist er rumgefahren. Dann haben wir ihn mit Absicht weggestellt, weil wir wussten, der hat Potenzial. Golf 3, 50.000 Kilometer, 70.000 Kilometer, rostfrei. Kann man auf gar keinen Fall verkaufen und wir haben nur auf den richtigen Moment gewartet. Und dann haben wir ja diese Serie gestartet, wie wir das Ding Grip Originals umgebaut haben als Project Car. So, ja, dann ging es weiter. Wir wollten von dieser, damals war es ja wirklich als Low-Budget-Umbau gedacht, 5.000 Euro, 500 PS, bin ich auch nach wie vor der Meinung, geht wirklich problemlos, weil VR6 ist ein Motor, damals sage ich jetzt schon, weil ich schon 2 Jahre her, gab es die Motoren wirklich noch für 200, 300 Euro. Werden jetzt wieder einige sagen, VR6, 200 Euro, das ist doch wieder ein Kästpreis. Nee, es gibt tatsächlich Motoren für 200, 300 Euro. Dann haben wir von Marius das ganze alte Zeug draufgeschmissen, was er noch liegen hatte. Und so kriegt man das definitiv hin. Natürlich ohne Felgen, Fahrwerk und so weiter. Aber die eigentliche Technik, so ein Turbo-Umbau, 500 PS für das Geld, wenn man alles selber macht, geht. Weil du kannst den Motor einfach komplett original lassen, weil 500 PS brauchst nichts machen. Damit das Projekt aber weiterhin für uns natürlich interessant bleibt, weil ihr kennt mich, ich bin jemand, der baut immer weiter. Für mich gibt es nicht einen abgeschlossenen, ich stelle es jetzt weg und fertig. Haben wir da jetzt über die Zeit immer weiter gebaut. Habt ihr auch gesehen, haben Kraftstoffsystem umgebaut, haben den Motor nochmal gemacht, Antriebswellen gebaut, Kupplung, sodass jetzt eigentlich wirklich alles vorbereitet ist, dass es richtig nach vorne geht. Ein letzter Punkt war immer nur noch Thematik Steuergerät. Wir hatten bisher das originale Steuergerät drin. Das ist allerdings schon, was das angeht, extrem veraltet, weil es hat zwar eine perfekt funktionierende Klopfregelung, das war es aber auch. So, das heißt, dieses Steuergerät hat mein Abstimmer Sascha Tuntech zwar auch in den Griff bekommen, aber wir mussten mit so vielen, ich sag jetzt mal, Plugins arbeiten. Das heißt, wir mussten um das Steuergerät drumherum bauen, dass es am Ende einfach zu anstrengend wurde. Heißt, da das Original ein Sauger war, hat dieses Steuergerät keine Ladedruckregelung. Das heißt, wir mussten die Ladedruckregelung über das ScanCheck-Display machen. Es hat keine Abgastemperaturerfassung, es hat keine Ladedruckerfassung, weil es ein Sauger-Original und sowas. Deswegen kam jetzt hier dieses EMU Black Steuergerät rein, was aktuell ziemlich viele Leute verbauen, was wir auch 1:1 bei Marius in dem Golf drin haben. So, nun mussten wir dafür einen Kabelbaum bauen. Bevor ich da jetzt mit loslege, ein Punkt noch, was ihr auch noch nicht wisst, der Turbolader, das war ja der alte von Marius, hat auch ein Upgrade bekommen. So, das heißt, der war bei der Firma TTE und die Jungs haben einmal Gas gemacht, weil, ich hoffe, sie hassen mich nicht, ich wollte unbedingt dieses Konstrukt hier so lassen. Mit dem Originalsteuergerät damals mussten wir ein internes Schubumluftventil Pop-Off fahren. Wegen dem originalen Luftmassenmesser. Das heißt, in dem Moment, wenn ich vom Gas gehe, Drosselklappe geht zu, muss der Ladedruck, die Luft irgendwo hin, leiten wir sie mit dem Pop-Off nach draußen. Das ist dann den Sound, den du so feierst. Mhm. Kann dieses Steuergerät aber nicht, weil dieser Luftmassenmesser, der da drin hängt, hat die Luft in dem Moment schon erfasst. Das heißt, das Steuergerät weiß, wir haben 5 Liter Luft, beziehungsweise Summe X an Sauerstoff, da müssen wir uns so viel Sprit zugeben. Wenn die Luft jetzt nach außen entweicht, rafft der Motor das nicht und schiebt trotzdem Sprit hinterher, weil das Steuergerät rechnet immer in Summe und dann ist das Ding nach dem Schalten etc. viel zu fett. Das Problem hatten wir ja damals. Lässt sich auch nicht so einfach umgehen. Deswegen haben wir damals diese Konstruktion mit dem internen Schubumluftventil gemacht. Das heißt, in dem Moment, die Drosselklappe geht zu, ist hier ein Überdruck. Dieses Schubumluftventil geht auf und leitet den Druck direkt wieder vor den Verdichter. Ich glaube, wenn du hier so längs einmal reinfilmst, kann man zumindest sehen, das ist die Ansaugung, da geht die Luft rein. Das heißt, wir haben einen ganz engen Kreislauf um den Verdichter.
die Luft einfach in dem Moment zirkulieren lässt. So, diese, wir haben so geflucht, als wir das gebaut haben, weil ihr seht, das ist alles geschweißt und sehr eng und wirklich hier in das Auto reingebaut. Diese Konstruktion wollte ich unbedingt beibehalten und wollte aber zeitgleich einen kleinen Upgrade draus machen. So, nun haben wir es tatsächlich hinbekommen von dem großen Bruder, also die Basis ist ein BorgWarner Turbolader. Von dem großen Bruder haben wir jetzt eine größere Turbine hier drin. Das heißt, hier drin, wir blenden jetzt einfach mal ein paar Bilder ein, damit wir euch das alles ein bisschen zeigen können. Hier drin ist eine 80er Turbine, 80 mm. Das ist wirklich schon saftig. Irgendwie mein neues Lieblingswort, saftig. Ne? Mhm. Ist mir jetzt auch schon selber aufgefallen. Irgendwie saftig, 80 mm. Und jetzt kam das große Problem, weil gerade beim Sechszylinder, je größer die Turbine, je mehr Leistung kommt einfach bei raus. Und bei diesem Auto brauchen wir nicht dieses Ansprechverhalten, weil... Kennst es ja selber bei dir auch von dem Frontantrieb, es dreht eh nur durch. Ja, also wenn es in der Mitte zu stark wird, ist es immer besser, in der Mitte automatisch schon weniger Leistung bzw. weniger Drehmoment und oben raus geht das Ding dann los, wenn das Auto eh schon beschleunigt. Deswegen große Turbine, immer gut für so ein Auto. Jetzt war das Problem, Verdichter. Natürlich muss passend dazu auch der Verdichter angepasst werden, weil ihr müsst euch das im Turbolader immer so vorstellen, Verdichter, Abgasrad zusammen auf einer Welle. Das heißt, wenn ihr den einen verändert, muss passend dazu sich auch der andere verändern, weil die immer die gleiche Drehzahl haben. Das heißt, beide Räder müssen drehzahltechnisch aufeinander abgestimmt sein. So, das war hier aber ein großes Problem, weil ich wollte auf gar keinen Fall dieses Gehäuse neu machen, weil das alles so schön geschweißt ist. Es war aber auch nicht mehr Fleisch da drin. In diesem Gehäuse ist dieser High-Flow-Einsatz, so nenne ich das jetzt einfach mal. Das heißt, die Luft kann nicht nur mittig auf das Verdichterrad strömen, sondern drumherum sind auch noch ein paar High-Flow-Kanäle, so nennt sich das. Und die sind dafür da, dass wenn es in manchen Lastsituationen zu so einem Pulsieren kommt, das heißt, der Turbolader drückt mehr Luft in den Motor rein, als der Motor in dem Moment wegnehmen kann, dann kann es passieren, dass der Turbolader stehen bleibt, weil einfach die Luft durch das Rad nicht durchgeht. Und in dem Moment baut sich der Überdruck über diese kleinen Kanäle um das Verdichterrad rum ab. So, das ist natürlich relativ dünn, das heißt aber relativ wenig Fleisch. Das heißt, die Jungs haben sich tatsächlich den Aufwand gemacht und wir blenden wieder Bilder ein. Haben diesen kompletten inneren Bereich rausgefräst, haben einen neuen Einsatz mit mehr Wandstärke reingemacht und dann halt dementsprechend ein größeres Rad reinzukriegen. Krass. So, also war wirklich eigentlich für den, in Anführungsstrichen, alten Turbolader richtig Action. Und jetzt ist halt die große Frage, wie es funktioniert. Ich behaupte aber, das ist jetzt ein Lader, der ist zum Beispiel größer als von Marius. Deutlich größer. Mhm. Also das ist jetzt eigentlich ein Turbolader, das muss was kommen. Hast du da so eine Zahl im Kopf, was der bringen müsste? Also eigentlich muss er 1000 plus bringen. So, ne? Weil jeder, der ein bisschen Plan von Turboladen hat, weiß, wenn wir jetzt hier von einer 80 mm Turbine reden und ich glaube, der Verdichter hat jetzt so ungefähr 70 auf 98 mm, das ist schon gut. Ist schon saftig. Genau, saftig. Ist noch nicht exorbitant, aber ist saftig. So viel zum Thema Turbolader. An der Stelle nochmal vielen Dank an euch, Jungs. Ich weiß, wie viel Action das wieder war. Ist auch schon ein halbes Jahr her. So lange ist das jetzt schon wieder hier drin. Aber jetzt können wir es endlich mal testen. So, jetzt zum eigentlichen Punkt. Thema Kabelbaum. Natürlich, wir hatten erst einen Versuch gewagt und hatten die EMU mit einem sogenannten Plug-and-Play-Adapter adaptiert. Das heißt, man nimmt den Original-Kabelbaum, steckt einen Adapter zwischen und steckt dann das Steuerrad dran. Ist zwar cool, hat auch funktioniert. Praktisch ist aber der Nachteil, dass wir wieder mit Kabeln Baujahr 95 rumfahren. Mhm. So, jeder weiß, ein Kabel, was mittlerweile 25, 30 Jahre alt ist, das wird einfach durch die Temperatur etc. brüchig, hart und so weiter. Deswegen hatten wir jetzt den Winter über Zeit und ich habe mir gesagt, so, ach komm, was soll's. Jetzt, weil ich persönlich mag diese Kabelarbeiten, Marius hasst es, ich finde es cool, weil es sind irgendwie Arbeiten, wo man sich bei Musik unterhalten, man kann Musik hören, man kann sich unterhalten, man hat nicht Dreck überall, wie beim Flexen, Schweißen und so weiter. Deswegen finde ich das eigentlich cool. Praktisch ist es halt leider so, man muss sich sehr viel Gedanken machen und muss wirklich nach und nach alles bauen. Auf jeden Fall habe ich mir dann gesagt, so, komm her, was soll's, wir bauen den ganzen Kabelbaum nochmal neu. So, das heißt, an diesem Auto ist jetzt wirklich eigentlich fast kein Kabel mehr alt. Einzige Kabel, die noch alt sind, ist hier der Beleuchtungskabelbaum für Lampen und so. Aber selbst da seht ihr halt schon, dann fängt natürlich das Klebeband, guck mal, das klebt schon gar nicht mehr, das kannst du jetzt komplett einfach abwickeln. So, der lag schon etliche Male auf dem Hallenboden, wie er bei mir jetzt gerade ja auch liegt. Dann wurden an einigen Stellen schon mal hier so, wurde da mal was instand gesetzt, dann sind die Kabel schon 8-mal gebrochen und so. Da hatte ich beim Motor keine Lust drauf, weil das sind die Fehlerquellen, die euch das Leben zur Hölle machen, weil das Ding einfach nicht funktioniert.
So, und deswegen, in der Zeit, wo du dann die Fehler suchst, brauchst du lieber schnell einen neuen Charakter. Genau. Jetzt muss man wirklich dazu sagen, bis zu diesem Stand, einige von euch haben es ja bestimmt bei Instagram ein bisschen verfolgt, weil ich bin dann immer hier so ab 23 Uhr am Schrauben. Und wenn du dann was schaffen willst, musst du wirklich 23 bis 2, 3 Uhr machen, wo du 3, 4 Stunden Ruhe hast und dann kannst du wirklich nach und nach. So, mir war wichtig beim Kabelbaum bauen, dass ich den Kabelbaum komplett rausnehmen kann. So, das heißt, wenn ich jetzt den Motor ausbaue, kann ich komplett den ganzen Kabelbaum trennen. So, N75, Lambda-Sonde ab. Hier haben wir nochmal Abgastemperatur. Dann haben wir leider immer ein paar Verbindungen in den Innenraum. In dem Fall ist hier drauf E-Gas, Kupplungspedalschalter, Geschwindigkeitssignal, Wassertemperatur für den Tacho, Drehzahl und sowas alles. Das ist alles hier drauf. Da nutze ich immer diese... Warte mal, ich muss mal an. Weil ich weiß, diese Thematik Elektrik wird euch wirklich interessieren. Gibt es so einen ganzen Koffer zu kaufen. Kostet, glaube ich, 100 Piep Euro. Da ist wirklich alles, was das Herz begehrt, von zweipolig bis zwölfpolig drin. Kaufe ich immer. Funktioniert am besten. So. Werden auch so, viele nennen sie DTM-Stecker. Werden wohl so auch in der DTM verwendet. Okay. Habe ich jetzt so ein bisschen vielen Kommentaren. So, das heißt hier zwei Stecker. Zweimal zwölfpolig. Beide passend anders gepinnt, dass ich es auch nicht vertauschen kann beim Zusammenbau. Ne? Mhm. Also einmal männlich-weiblich und genau andersrum. Und hier einmal nochmal die Hauptstromversorgung von dem Motorsteuergerät. Nee, ist falsch. Ist nicht die Hauptstromversorgung für den Motorsteuergerät. Das sind nämlich die Sachen, die in dem fehlenden Videomaterial ich euch erklärt hatte. Wir haben die gesamte Stromversorgung von den Verbrauchern am Motor haben wir in einem extra Stromkreislauf mit einem Relais, was durch das Steuergerät aktiviert wird. So, das heißt Zündspulen und Einspritzdüsen. Das sind die beiden Verbraucher, die am meisten Strom ziehen. Ist jetzt auch nicht so viel. Da haben wir früher, da habe ich selber durch meine eigenen Videos was gelernt. Damals bei Marius habe ich noch ausgerechnet, 6 Spulen muss ja exorbitant Strom ziehen. Haben dann einige Leute berechtigterweise korrigiert, habe ich so auch nicht drüber nachgedacht. Die laufen ja nicht alle 6 gleichzeitig. Weißt du, es zündet ja Zylinder 1 und so weiter. Es zündet ja nach und nach. Das heißt, der Strom, der in Summe fließt, ist gar nicht so hoch. Und wir konnten jetzt komplett alle Spulen mit Einspritzventilen, habe ich jetzt abgesichert mit 30 Ampere. So, das heißt, aber wichtig ist, da dürfen keine Störfrequenzen und nichts drauf sein. Das heißt, wir haben einen extra Stromkreislauf, dass da nichts zwischenfunken kann. Das wirklich komplett die Stromversorgung dafür unabhängig von den ganzen Sensoren des Steuergeräts ist. Das heißt, wir haben einmal Sensoren und einmal Hauptstrom. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich unbedingt diese Einzelzündspulen haben wollte. Original hat der VR hier so einen Zündblock sitzen. Da sieht man nämlich auch unsere schöne Fräsung, wenn nicht. An der Stelle nochmal vielen Dank an Robert für den Deckel. Der ist übrigens dafür da, man kann den Deckel abnehmen und kann dahinter die Nockenwellen verstellen. Dafür ist eigentlich dieser Deckel. Wir haben jetzt umgebaut auf Einzelzündspulen. Das heißt, man braucht kein Spezialwerkzeug mehr, um die Kerzenkabel abzuziehen. Sonst brauchte man beim VR immer so einen Zieher, um die Kerzen rauszukriegen. Jetzt kannst du wirklich einfach abziehen, fertig, Kerze raus, Kompression checken, wissen, ob Motor noch lebt oder, oder ob es neu gehen muss. So, auf diese Spulen. Und sieht halt einfach irgendwie ultra geil aus. Ne? So, das haben wir alles umgebaut. Passend dazu jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir es jemals gezeigt haben, ganz viele sagen ja immer, Ventildeckel von JB, der einfach ultra Porno da drin aussieht. Vielen Dank nochmal. Wie füllen wir das Öl da ein? Also ich habe es noch nie gesehen. Hast du auch noch nie gesehen? Joel schickt dazu dieses gedruckte Teil, was natürlich doof ist, weil man verlegt es ganz schnell. Ich weiß nicht, wie viele er schon hinterher geschickt hat. Und jetzt siehst du hier, wenn man genau drauf filmt, sieht man, wie natürlich beim Eloxieren leichter Farbunterschied ist. So, und jetzt kannst du hier, guck, geht da genau zwischen. Kannst du hier rausdrehen und Öl rankippen. Natürlich immer ein bisschen, will ich sagen, Fummelarbeit. Aber es geht. Dicht ist es auch. Guck, jetzt haben wir hier den O-Ring leicht gerade geschält. Macht aber nichts. Aber krass. Mal gucken, dass nichts reinfällt. Das ist halt gefährlich bei dem Ventildeckel. Gerade diese krasse Optik kommt halt davon, dass der so scharfkantig ist. Natürlich, ihr seht, jede Kante wurde eigentlich nochmal nachgefahren. Aber es bleiben natürlich trotzdem immer kleine Kanten. Ne? Und da hat sich gerade, siehst du hier auch, der nur einmal an der Außenkante von dem Dichtring gerieben. So, so kannst du Öl reinkippen, fertig. Und das ist halt wirklich so passig,
damit man es halt nicht sieht. Das ist schon krass. So, ja, das heißt aber, wenn Öl leer und du hast das Ding nicht mit, ist halt leider doof, weil du kannst dir sicher sein, du kriegst das Ding nicht reingedreht, ohne es zu zerkratzen, ohne das Ding. Mhm. Egal, wie du da dran gehst, du wirst es zerkratzen. So, okay, wieder in der Tasche rein, so kommt Öl drauf. Mir war wichtig, da war ich stehen geblieben, dass wir das komplett einfach ausbauen können. So, das heißt, ich muss jetzt hier noch einen kleinen Kasten bauen, wo das Steuergerät am Ende drauf sitzt. Das heißt, am Ende zieht man wirklich nur links, rechts die Stecker ab. Die anderen Stecker dort haben wir alle schon getrennt. Schon kann das Steuergerät an sich eigentlich drin bleiben. Und ganze Kabelbaum auf dem Motor. Motor kannst du ziehen. Und Motor kannst du ziehen. So war der Plan. Und so haben wir es jetzt am Ende auch umgesetzt. Ja, also ich bin wirklich gespannt. Ja, sonst ein Punkt noch. Es sind alle Steckergehäuse neu. Die müsst ihr nicht bei Audi kaufen, VW kaufen. Gibt es auch viele nicht mehr, sondern ich kaufe sowas, weil ich muss jetzt leider ein bisschen diese Werbung machen, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Leute mir bei Instagram geschrieben haben, wo ich diese Stecker habe. Also wirklich, es waren, ich würde sagen, 500 Nachrichten. Und 500 Nachrichten. Und ich kann es halt einfach verstehen, weil wenn mich etwas interessiert, frage ich genauso, wo kommt das her? Mhm. Deswegen. So, hier habe ich einfach so eine ganze Kiste voll gekauft. Gibt es komplett bei eBay. Also es gibt wirklich bei eBay einen Shop. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Ich glaube irgendwas Kabel so und so. Ist aber nicht kein Problem. Wenn ihr diese Nummer jetzt gerade hier als Beispiel einfach bei eBay eingibt, findet ihr den sofort. Kommt dann immer komplett in einem Tütchen. Das heißt Steckergehäuse. Tülle, selbst teilweise gibt es die Tüllen original noch nicht mehr, Pins und sogar noch die Abdichtung. Kostet dann, glaube ich, 5 Euro. 5 Euro, 3 Euro, 10 Euro, sogar, ne? Je nach Stecker. Ist okay, also es kommt immer Geld beim Kabelbaum zusammen. Das heißt, bis ihr so einen Kabelbaum fertig habt, reden wir locker von mit allen Kabeln und so. Ja, also 200, 300 Euro sind da schon, bis du alles hast, ne? Aber dann ist halt auch wirklich alles. Plus die Arbeitsstunden, wie lange hast du da jetzt schon investiert? 30? Bestimmt. Also ich würde sagen 30 Stunden. Klar, ich muss natürlich auch viel dabei nachdenken, weil es für mich jetzt auch nicht so Routine ist, dass ich ganz genau weiß, welche Pinbelegung, wie, wo, welcher Stecker. Ne? Ja, klar. Aber so ist halt alles. Aber alles würdest du theoretisch zum Beispiel dafür auch einen neuen Kabelbaum geben? Nö. Nö, ne? Also es gibt mittlerweile Firmen, die gerade diese Kombination EMU plus VR6 anbieten. Mhm. Aber garantiert dann auch 500, 800 Euro, würde ich tippen. Ja, stimmt. Und es ist halt immer individuell. Weißt du, ich bin halt ein Fan davon. Bei mir muss das dann alles genau so, weißt du, das muss so parallel aussehen. Das muss alles genau so aussehen, wie es halt aussieht, ne? So, ne? Das muss alles mit Tüllen da so rangehen. Zwei fette Massen. Das ist auch ein Punkt, den ich jetzt gelernt habe. Wie man Kabel auslegt und so weiter. Tja, was wollte ich jetzt noch dazu? Achso, individuell, genau. Weil natürlich haben wir jetzt auch gleich all unsere Sensoren mit in das Steuergerät eingebunden. Wir haben natürlich wieder relativ viel Messtechnik verbaut, Benzindruck. Dann messen wir hier Öldruck im Zulauf zum Turbolader. Dann wissen wir nämlich auch immer, dass der Turbolader genug Öl hatte. Hier messen wir den Wasserdruck. Das heißt, wenn es losgeht und ab einer gewissen Leistung der Kopf sich anfängt abzuheben, das heißt, es ist so ein Druck im Brennraum, dass der Kopf hoch will, dann drückt er den Ladedruck in den Kühlkreislauf. Und dann hast du dort sofort einen Druck drauf. Ah, okay. Ich habe mich immer schon gefragt, wofür zum Beispiel so Stehbolzen verstärkt oder sowas, genau, was die genau dafür Sinn haben. Ja, okay. Genau dafür. Ist ja so Kraft mal Fläche, Druck im Brennraum gleich Leistung. Je mehr Druck, je mehr Leistung, weil je krasser der Kolben runtergedrückt wird. Eigentlich falsch, je mehr Druck, je mehr Drehmoment auf der Kurbelwelle, je mehr Drehmoment, je mehr Leistung am Ende. Mhm. So, das heißt, du brauchst richtig viel Druck da drin, um den Kolben runterzudrücken. Und logischerweise, weil der Brennraum den gleichen Durchmesser wie der Kolben hat, hast du den gleichen Druck auch oben im Kopf, der festgehalten werden muss. Na, stimmt. So, und ab gewissen Bereichen fängt es halt wirklich an, dass der Kopf so anfängt zu schwinden. So, jetzt original sind das ja auch alles mal Dehnschrauben. Die zieht man ja mit 100 Newtonmeter und nochmal 90 Grad an. Das heißt, die haben mit Absicht so einen elastischen Bereich. Mhm. Und selbst egal, wie krass du es verstärkst, wir haben hier auch die 11 mm Pro Series drin, die kannst du mit 135 Newton anziehen. Es kommt der Bereich, wenn irgendwann er durch die Kopfdichtung durchdrückt und dann erfasst das der Sender. Okay. Und was macht der dann? Gar nichts. Der sagt immer nur Bescheid. Nee, das kann das Steuergerät nicht. Also es gibt
andere Steuergeräte wie eine Cyvex, Motec und so weiter, die können gegenregeln. Dort kann man eine Regelung einbauen, dass, wenn das passiert, er als Beispiel Ladung runternimmt, Zündung zurücknimmt, wie auch immer. Hm. Das kann dieses Steuergerät aber noch nicht. Kann man mit Sicherheit über irgendwelche Sonderfunktionen da irgendwie reinbringen, aber es ist eigentlich so nicht vorgesehen. Das heißt, der meldet sich dann inwieweit? Also gar nicht. Ich kann nur später in Log reingucken. Achso, wenn der Motor kaputt ist, weißt du warum. Genau. So. Okay. Oder wir fahren einmal und ich sehe, es wird langsam kritisch. Hm. Das ist ähnlich wie mit dem Klopfen. Du hast ja einen Klopfsensor dran. Das ist eigentlich mehr eine Klopferkennung. Du kannst ihm natürlich beibringen, was in dem Moment er machen soll. Würde ich mich aber nicht darauf verlassen. Wir machen das so, wir fahren und man testet sich immer weiter dran. Und wenn man sieht, ah, jetzt wird der Motor ein bisschen lauter, muss man das halt ein bisschen beobachten. Ja, ne? Verstehe, ja. So, und ja, so haben wir halt haufenweise Sensoren zusätzlich drin. Man hat Funktionen wie eine Launch Control, No Lift Shift schalten. Wir können über das CanCheck Display, das ist halt geil, das CanCheck Display vorne in der Luftdüse ist wirklich nur noch mit 4 Kabeln angeschlossen. Das heißt, das CanCheck-Display kriegt nur noch Zündungsplus und Masse, dass es angeht, wenn du Schlüssel umdrehst, und nur noch Can-High-Can-Low fertig. Okay. So, und in dem Moment kriegt das über Can-High-Can-Low, über Can-Bus, alles, was das Motorsteuergerät auch kann. So, das heißt, du kannst auf dem kleinen Display alles ablesen. Das heißt, wir können jetzt sogar über das CanCheck-Display als Beispiel den Ladekuchen runterschieben. Das heißt, wir können einen Can-Switch, so nennt sich das dann, über Can-Bus, bringt er dem Motorsteuergerät bei, er soll Map 1 oder Map 2 fahren. Und sowas. Ne? Das ist cool. Ist dafür auf jeden Fall, ist auch wieder praktisch, weil vorher war da so ein Kabelbaum hinten dran, weil wir hatten Ladedruckregelung, alle Sensoren, alles über das Can-Check. So ist das deutlich einfacher. Ne? Ja, und jetzt, dann haben wir hier einmal, das mag ich halt sehr, das sind die 4 Relais für die Sachen, die wir schalten, das heißt zum Beispiel die Wassermethanolpumpe, die wir an- und ausschalten müssen. Dann hier kommt der Lüfter dran, den Lüfter, den wir an- und ausschalten müssen, unsere Zusatzwasserpumpe, die wir an- und ausschalten müssen und ein Main Relay, was ich gerade erklärt hatte, für die Hauptspannungsversorgung für Spulen und Düsen. Und bei den Relais feiere ich total. Ihr werdet jetzt wieder sagen, kennen wir schon, ich kannte es nicht. Es gibt tatsächlich auch Relais mit einer Sicherung dran. Das heißt, ihr müsst nicht extra nochmal einen Sicherungshalter irgendwo hinmachen, sondern wirklich einfach direkt die Relais mit Sicherung nebeneinander fertig. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, keine Ahnung, Diebstahlschutz, das Ding soll nicht anspringen, ich will nicht, dass auf der Zündanlage Saft ist, ziehe ich einfach schnell die Sicherung raus, dann kannst du dich auf den Kopf stellen, bis derjenige findet, dass genau da jetzt eine Sicherung rein muss. Okay, jetzt weiß es jeder. Die Chance, dass jemand aber dieses Auto irgendwo findet, ist eh gegen null. Und dann auch noch startet, weil das Ding so bollerlaut ist, dass ich würde ihn lieber wegschieben. So feiere ich halt. Ne? Wir haben alle Stromversorgung neu gemacht, bis in den Innenraum. Das heißt, hier ein fettes, dickes, neues Masseband. Von Motor zur Batterie. Von Batterie auf Karosse ein fettes Masseband. Hier ein fettes, neues Pluskabel zum Anlasser. Und es ist alles strommäßig neu. Ja, ich feiere es. Ich finde es geil. Auf jeden Fall heftig viel Arbeit. Ja, aber so wie das jetzt hier ist, finde ich das richtig, richtig, richtig gut. Ein letzter Punkt ist, hier kommt noch ein Catchtank hin. Für die Entlüftung, falls doch aus der Entlüftung mal was rauskommt, was beim VR eigentlich nie der Fall ist, weil da ist der Motor schon extrem gut, kommt hier jetzt noch ein kleiner Catchtank hin als zur Ölaufnahme. Und fertig. Dann kann es losgehen. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Und das Ganze hast du jetzt nur gemacht, erstens, damit neue Kabel sind und zweitens, damit du mit ein paar Steckern ziehen den kompletten Motor einfach raus. Nee, das Ganze habe ich eigentlich gemacht, A, weil ich wirklich einfach Bock drauf habe und es feiere. Okay. Ja, nee, also es ist wirklich so, ich stehe hier abends um 23 Uhr, andere würden sich wahrscheinlich zu Hause hinsetzen, Fernsehen gucken, YouTube gucken, wie auch immer, ne? Und wenn ich dann hier meine Ruhe habe und auch alles vor Ort habe mit allen Kabeln und so weiter, macht einem das einfach Spaß, wenn man am Ende das Ergebnis hat. Ja, stimmt. Wenn das so schön clean aussieht, alles funktioniert. Ich weiß, wir werden auf das nächste Event fahren und es wird von der Elektrik her keinen Fehler geben. Mhm. Kann ich relativ sicher mit Wahrscheinlichkeit sagen. Weil es ist alles durchgeprüft, es ist alles vernünftig verlegt, es scheuert nirgendwo, es wird nirgendwo warm und so weiter. So, das ist einfach so, ne? Und die Lösung mit dem Steuergerät ist für uns halt perfekt wegen Abstimmen, können wir selber machen. Wir können diese Datenerfassung, ich bin halt einer, der will alles an Daten immer haben. Das heißt, an diesem Kabel, das findet Marius ja immer so schlimm, an diesem Kabel ist einfach ein Logger angesteckt mit der SD-Karte und der loggt dauerhaft. Das heißt, er kann nirgendwo mehr hinfahren, ohne mir danach zu erzählen, nee, ich habe mich nicht verschaltet. Wenn ich danach nämlich sehe, ah, waren doch 11.000 Umdrehungen.
So, ne? Deswegen, das ist einfach, man muss nicht mehr so auf Anzeigen gucken, sondern man kann fahren und man kann auswerten und nicht beides gleichzeitig. So, das macht es halt einfach, ist einfach cool. Das ist von Vorteil. Ein Punkt nochmal, weil ich weiß, es wird viele Kommentare geben. Nein, wir haben die Domlager nicht falsch angebaut. Das war nämlich bei Instagram auch so. Eigentlich sind das sogenannte Sturzverstelldomlager. Das heißt, eigentlich werden die 90 Grad verdreht und man macht das Federbein weiter rein, dass man mehr Sturz hat. Gibt es aber sogar ein Video zu. Wir haben die dafür genutzt, um nicht mehr Sturz zu erzeugen, sondern um mehr Nachlauf zu erzeugen. Das heißt, das ganze Federbein ist jetzt nach hinten gekippt. Hat einen Grund, das haben wir damals erklärt, dass ein Frontantriebauto mit viel Leistung, also das Auto lässt sich viel schwieriger aus der Nulllage bringen. Das heißt, man muss jetzt richtig mit Kraft lenken, lässt das Lenkrad los und es knallt zurück. Und das stabilisiert das Auto aber beim Geradeausfahren. Das ist halt bei Frontantrieb und der Leistung einfach wichtig. Ja, nach und nach kriege ich immer mehr Bock auf das Auto. Und ich glaube auch, wir haben noch eine weitreichende Zukunft. Das war auch ein Grund zum Beispiel, warum in den letzten Wochen relativ wenig Limo- und Lambo-Content kam. Jetzt nicht, weil das so aufwendig war, sondern das war ein letzter Punkt, den ich an diesem Auto machen muss, damit er jetzt für die ganze Saison startklar ist. Mhm. Weil es ist eigentlich alles, der Motor ist revidiert und frisch mit Kolben Ploy, also der ist jetzt wirklich gemacht für die Leistung. Elektrik ist perfekt, Antriebswellen sind alles, was geht, Kupplung ist alles, was geht, Getriebe ist der verstärkte Radsatz drin, Turbolader ist frisch und als Upgrade. Gefällt mir. Ja. Ein letzter Punkt noch, der mir wirklich Spaß gemacht hat beim Bauen. Ich war früher immer einer, ich wollte unbedingt Schrumpfschlauch über den Kabeln haben. So, jetzt ist bei Schrumpfschlauch aber das Problem, immer die Kabel durch diesen Schrumpflauch durchzukriegen, das war schon mal Zeitaufwand hoch 10. Und es macht viel, viel mehr Spaß, diesen Kabelbaum zu bauen. Man legt sich Kabel Nummer 1 rein, man legt sich Kabel Nummer 2 rein, man legt sich Kabel Nummer 3 rein, sichert die einmal mit dem Kabelbinder, legt das nächste Kabel rein und noch eins, wieder eins vergessen, noch eins rein, schiebt das einfach so durch. Und ganz am Ende, wenn man alles eingepinnt hat, hängt man den Laptop dran, guckt, ob alles geht und dann wickelt man erst den Kabelbaum. Bei Schrumpfschlauch geht das nicht, weil du müsstest alles wieder auspinnen, weil du über den Stecker nicht rüberkommst. Ja, stimmt. Du müsstest alles komplett wieder auspinnen und fängst dann an, den Schrumpfschlauch rüberzukriegen und dann wieder. Also Schrumpfschlauch ist natürlich cool, ist auch der bessere Schutz auf jeden Fall. Aber mit Schrumpfschlauch muss man es definitiv können. Ich kann es nicht. Also dafür habe ich noch nicht genug Erfahrung im Kabelbaumbau, dass ich mir das so... Weißt du, dann ist es so, dann hast du Schrumpfschlauch 1, Schrumpfschlauch 2. Machst du mit Kabelbinder nochmal ein Kabel drumherum und so. So war es wirklich so, als der Kabelbaum komplett fertig war. Das hatte ich euch auch gezeigt. Dann haben wir ihn nur noch gewickelt. Und jetzt sieht man halt nichts mehr. Vorher hat man die ganzen Kabel, die Auslegung und so weiter gewinnt. Viele von euch werden auch das Art von Wickelband nicht so mögen. Ich feiere es am meisten. Das ist einfach so ein Textilband und ich finde halt einfach, es sieht original Golf 3 90er aus. Was natürlich wichtig ist bei so einem Umbau, aber ich finde trotzdem, ich finde einfach ein glänzendes Band oder ein Schrumpfschlauch sieht nicht so 90er Jahre aus wie hier. Beim Lambo zum Beispiel würde ich es natürlich nicht machen, da würde ich nicht das Band wählen, aber für das Auto ist es perfekt. So, und selbst wenn es jetzt doch mal Ärger auf dem Event gibt, ziehe ich ein Cuttermesser mit einer neuen Keramikklinge, wichtig, das muss wirklich richtig, richtig scharf sein und dann könnt ihr wirklich mit dem Cuttermesser so ein bisschen zwischen den Kabeln lang gehen, schneidet das einfach auf und könnt zur Not ein neues Kabel reinlegen, neu wickeln, fertig. Weil viele sagen ja auch, der Kabelbaum zieht Wasser, mag auch sein. Erstens, selbst wenn er Wasser gezogen hat, in diesem Motorraum, verspreche ich euch, ist die Hölle los, Temperatur. Also selbst wenn sie feucht sind, werden sie danach auf jeden Fall wieder trocken geföhnt. Ja, ist einfach so, ne? Das ist so warm da drin, ich glaube nicht, dass da irgendwas passieren kann. Was extrem cool ist, es gibt von Emu zu dem Auto, also zu dem Auto, zu dem Steuergerät dazu, einen sogenannten Standardkabelbaum. Das sind immer Kabel, warte mal, ich muss sie mal einmal auseinandernehmen. Die sind 3 Meter lang, oder 2,5 Meter. Okay, jetzt habe ich sie gerade... Okay, machen wir gleich in Ruhe. Ich zeige euch aber nur, worum es geht. So, was gedacht. Da hätte ich schon wieder keine Geduld. Doch, doch, ich schon. Mach dann so. Musik lauter. Handy daddeln. Nein, was man wirklich sagen muss, was ich hier schon feiere, ist, sind die schon auf der Seite verkrimmt. Das heißt, die könnt ihr direkt ins Steuergerät einpinnen. Und sie sind alle beschriftet. Alle paar Zentimeter steht auf dem Kabel immer drauf, was es ist. AIN12. Das heißt, das ist ein analoger Eingang 2. Das heißt, zum Beispiel kannst du hier Öldruck drauf messen. So. Oder hier, das ist Kenlow. Das ist zum Beispiel das Kenbus-Kabel.
So, das heißt, egal wo ich den Kabelbaum jetzt aufmache, du siehst auch im Kabelbaum schon, welches Kabel es gerade ist. Weißt du, weil du siehst hier überall, was drauf ist. Ja, das ist natürlich gut, ne? So, das ist gerade für später und so. Für später und so ist das schon praktisch. So, die einzigen Kabel, die man am Ende natürlich noch selber legen muss, sind die dicken Pluskabel und Masse und so. Aber wenn man sich da ein paar Farben überlegt, mit denen man zurechtkommt, ist das eigentlich auch easy und schnell gemacht. Ja, so wie dazu. Ich hoffe, ich konnte euch das trotzdem alles ein bisschen zeigen. Grober Plan für das Auto ist jetzt, wir testen jetzt erstmal, dann geht das einmal auf den Prüfstand und wenn alles gut läuft und die Behörden mitspielen und so weiter, findet ja tatsächlich im Mai, so ist der aktuelle Stand, noch ein Race 1000 statt. Ja. So, da werden wir auf jeden Fall vor Ort sein und werden mal gucken, was das Auto kann. Tja, in diesem Sinne, habe ich noch was vergessen? Ich denke nicht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Rewind selector.